Ja, herzlich willkommen zurück bei der Stoic Challenge Dark Souls 3. Thema heute: What the fuck? Ich wollte eigentlich die Nachricht, die da vor diesem Hebel steht, noch schnell lesen. Wir befinden uns am Ende der letzten Folge. Ich hatte gerade am Bonfire mich ausgeruht. Die erste Nachricht hier sagt: Nothing will remain once the bell has tolled. Und dann wollte ich die zweite Nachricht hier lesen. Stattdessen hat er den Hebel gezogen und... Nothing remains. Ja, jetzt muss ich direkt weitermachen, weil ich weiß nicht, was ich jetzt gemacht habe und was passiert. Aber es sieht nicht gut aus. Okay. Ich weiß nicht, sind wir jetzt in einer alternativen Realität? Sind die Monster auch weg? Scheint so. Die hier sind noch da. Das Bonfire ist auch noch da. Wir können auch noch traveln, also vielleicht ist es gar nicht so dramatisch. Enemy ahead ist extrem hilfreich. More game ahead. Ja, komm. Mach dich mal nicht so wichtig, du Drachenwurst. Ups. Stop it. So, können wir jetzt vielleicht den Shortcut da unten aufmachen? Ist das überhaupt ein Shortcut? Es riecht extrem nach Hinterhalt, scheint aber keiner zu sein. Okay. Ein Ember. Kein Shortcut. Eine Sackgasse. Wo bin ich? Soll ich hier sein? Sieht so aus. Wo bin ich? Wer bin ich? Was seid das hier? Okay. Dann geht's jetzt weiter nach vorne. 140.000 Seelen. Das sind, glaube ich, schon wieder zwei Level. Hallo. Meine Güte. Wie lange staggert mich der denn? That's not a nice game. Mich hier minutenlang am Boden rumliegen zu lassen. Das sind entschieden zu viele von euch Arschgeigen. Vorsicht ist geboten. Ist ein bisschen ermüdend. Immer derselbe Gegner.
Also das Design ist ganz hübsch. Aber so von Dramaturgie und Handlung her gibt mir das jetzt soweit noch nicht so viel. Ach, bitte. Immer derselbe Gegner und ich habe ihn immer noch nicht verstanden, wie das Timing und so funktioniert. Und so. Was? Was? Oh nein, nicht schon wieder. Schon wieder so ein Steinmeerschweinchen. Ja. Stups, stups. Du bist süß. Tschüss. Mistvieh. Also allmählich ersaufe ich wahrscheinlich in Titanite Shards und Items. Ich habe ja auch noch Jorms Machete, die eine, glaube ich, sehr gute Waffe sein soll. Es wäre auch noch eine Option, die abzugraden. So, und jetzt mal hier, so dass man nicht vier auf einmal bekämpfen muss. Kommst du mal? Huch! Was? Was sind das für absurde Schadensmengen? Okay, bringt nichts, wahr? Na gut. Fix! Ah. Oh, warum ist denn das alles so super ultra langsam? Game, game, game. Du bist schwierig. Warum bist du so schwierig zu mir? Shit. That is bullshit. Das glaub ich nicht. Was ist denn hier los? Hä? Bullshit auch nur den Gegnern nützen. Himmel, Herrgott, nochmal!
Meine Güte. Nee. Ich hab's ja gewusst. Dass das irgendwann kommt. Ah, fuck! Fuck. Wie viel sind denn das? Go! Oh, Motherfucker. Kidding me? What? Okay. Funny. Drei von den großen, fünf von den kleinen. Und alle kommen sie auf einmal. Ja, ist klar. Und haben seherische Fähigkeiten, können dann Schlägen ausweichen, bevor sie stattgefunden haben. Bringt auch nix. Gott, oh Gott. I don't know what to do. There's too many of you fuckers. Diese scheiß Axt macht mich bewegungsunfähig. Oh, come on! Fuck you! Ah, ihr Drecksviecher! Oh, please. Ach komm! Also. Nachdem ich mich jetzt hier seit einer Stunde durch den immer gleichen Gegner wühle, mit diesen paar komischen Zauberern zwischendurch, aber immer wieder derselbe komische Schlangen-Drachen-Pilger-Typ, wird das Spiel jetzt mal originell und macht fünf davon auf einmal. This is lazy shit. Das ist kein Spieldesign. Bullshit. Fünf reicht überhaupt nicht. Echt 38. Bitte. Herrgott. Why is. What? Das ist doch. Okay. Das war jetzt nicht ganz so schlecht. Von hinten sind sie relativ verwundbar. Komm, greif an. Ja, do it. Okay. Nur noch, genau, nur noch fünf weitere.
fucking Kamera. Ich hasse diese Scheiße. Ist klar. Kann doch nicht wahr sein. Motherfucker. No. No. Das ist doch... Oh, ist das ein beschissenes Design. Ist das ein beschissenes Design. Und wenn er die ersten 6 besiegt hat, dann schicken wir ihm einfach nochmal 4. Damit wird keiner rechnen. Also. Mein Gott. Und dann auch noch ein Spellcaster. Hier, da ist doch alles Bullshit. Das an. Würdest du bitte, das gibt's doch nicht. Was ist denn hier los? Ich habe schon wieder, ich glaube, ich habe echt wieder Input lag. Ja, okay, der hat einfach zu viel Wumms, der Sack. Ich darf den gar nicht zum Angriff kommen lassen. Ist nicht. Ja, das ist so ein Poise-Problem, glaube ich. Das ist ja bei dem Spiel so, dass wenn man zu wenig Poise hat, alles, was man versucht an Angriffen, unterbrechbar ist. Das ist, was der gerade macht. Der haut mich einmal und dann ist egal, was ich gerade gemacht habe. Wird nicht ausgeführt. Ah, fuck. Okay. Die ohne Schild sind wenigstens irgendwie klein zu kriegen. Zwei große. It is not nice. Fuck. Oh, fuck you, game. So gut. Besser als jeder Versuch zuvor. Von denen übrig. Wahrscheinlich noch irgendwo ein Hinterhalt hier oder so eine Steinwanze. Oh nein, es sind immer noch 2. Fucking hell, das gibt's doch nicht. Na klar. Na klar. Motherfucker. Ihr Bullshit-Piraten.
Hallo. Hallöchen. Ah, for fuck's sake. Ist doch nicht wahr. Nope. Big packet of nope. Okay. Da ist eine Leiter, die ich übersehen habe. Guck mal einer an. Tschüss. Das sieht nicht gut aus. Wo will mich das Spiel zuerst hinschicken? I don't know. Ich habe jetzt diese... Das sieht nach einer Sackgasse aus. Und wo ich diese ganzen Drachenviecher da jetzt platt gemacht habe. Gucken wir erstmal, was da oben ist. Auf die Leiter kann man ja jederzeit wieder ganz leicht. Aber das hier war schon ein bisschen Arbeit jetzt. Was raschelt hier? I don't like it. Aha. Ah, du. Ihr seid unfassbare Arschgeigen. Boah, das glaube ich alles nicht. Ist das eine Scheiße? Das ist doch nicht wahr. Das kann doch alles nicht wahr sein. Jesus Maria. Okay. Das müssen jetzt aber ein paar sensationelle Items sein hier. Okay. Immerhin Ashes. Das heißt, es gibt mehr Items jetzt bei der Handmaiden im Shrine. Was hast du bewacht hier eigentlich? Hast du was bewacht? Oder warst du nur ein Hinterhalt? Du warst nur ein Hinterhalt. Ist klar. Mhm. Also das kann ja jetzt nicht der Boss sein, weil bis man hier angekommen ist, ist man ja quasi tot. Aber was ist es? Try gesture. Hmm.
Okay. What is that? Pray tell. Twinkling Dragon Torso Stone. Dragon Torso Stone, gain Dragon Torso and roar like a dragon. Gain Dragon Head and emit Dragon Breath. Gain Dragon Torso and roar until death. What? Gain Dragon Torso and roar until death. Mhm. Gut, das scheint ein... Ach stimmt, das Coiled Sword Fragment habe ich ja auch als Homeward Bone Ersatz. Und das scheint jetzt ein... Vielleicht ein Item für PvP zu sein, weil was mir das jetzt ins Spiel bringt, sehe ich nicht so ganz. Aber es scheint ein gutes Item zu sein, weil... Holy shit, war das gut gesichert. Okay, noch 5 Estus-Flaschen, dann können wir vielleicht auch noch sogar gucken, was da oben noch ist. Der sah ja ein bisschen aus, als wäre das wieder Havel oder ein Havel-Lookalike. Wir werden sehen, was uns hier erwartet. Der Drache scheint tot zu sein, aber das kennt man ja bei diesem Spiel. Trifelf. Aha. Hier gibt es auch noch einen Bereich, in dem ich nicht war. Ach nee, Quatsch, das sind einfach die komischen Steinblödis, die da noch am Leben sind. Okay, vielleicht ist das auch eine Sackgasse hier und wir müssen einfach diesen Havel besiegen. Denn... Wenn sich hier nichts verändert, ist es auf jeden Fall eine Sackgasse. Guckt in die andere Richtung, sieh mal an. Ach du Scheiße. Was hat der denn für einen Health Pool? Holy shit. Oh, was jetzt? Ist nicht dein Ernst. Oh, Spiel. Fuck you, really. Very much. Das ist wahrscheinlich dieser Dragon Torso-Effekt. Ein bisschen unklar, wozu dieses Areal nach wie vor unklar, wozu dieses Areal gut ist, außer dass es ein paar Items abwirft. Aber ist das schon alles? Wir brauchen jetzt mal die Seelen wieder. Kommt ja nicht in Frage. Oh, seriously? Nee. Fuck. Das gibt's doch alles nicht.
Try rubbish. Nee, try filth. Das ist auch krass, dass ein Backstab mit diesem Riesending kaum Schaden anrichtet. Nee. What? Come on! It's not fun. Was wieder los? Ja, mal ein bisschen taktisch vorgehen. Hat das eine Dauer, was er da macht? Ja, shit. What? Hat ja unendlich Stamina, oder was ist hier los? Wie kann denn der viermal in Folge eine Heavy Attack machen? Gut, also Abstand halten. Und vielleicht aber auch einfach das Item holen und ihn seinem Schicksal da überlassen. Hm. Oh, bitte, 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 bitte. Ruckel, ruckel, ruckel. Fuck it, echt. I know. Trifle. I don't understand. Ich bin zwar das Item. Ah, bitte. Ich hasse das. Magische Treffsicherheit. Geht einfach jeder Ausweichbewegung hinterher, auch während er schlägt noch. Ja klar. Nee, was? Ach komm. Pfui, Teufel. Rumpf. So, das Item von da oben habe ich. Das sind vielleicht super nervige Gegner, diese Dinger. Ah, es ist doch alles nicht möglich.
von den stoischen Göttern gesandt, um mich auf die Probe zu stellen, und ich schlage mich nicht besonders wacker. So. Was haben wir jetzt hier? Ist das was, was ich schon kenne oder nicht? Gibt es da ein Item oder nicht? Ah, da bin ich raufgekommen. Und das da unten ist leer. Ich glaube fast, der kann mich mal, aber vielleicht einen versuchen. Oh, ernsthaft? Was? Kein Backstep, dafür zwei Treffer. Ganz gutes Timing. So. Und gib das wieder los. Puh, 34. Crap. Und 34 muss man dann aber auch erstmal treffen. Mhm. Ey, what? Okay. Ich weiß nicht, was das jetzt schon wieder war. Ach so, der hat so eine fucking Doppelattacke. Nicht mehr so viel. Komm. Jetzt haben wir ihn gleich. Yes. Goodbye. Na, okay, habe ich schon kommen sehen. Die Waffe und das Schild. Der Drache bleibt leider hier. Das heißt, wir kommen da auch nicht durch. Das heißt, das ist eine Sackgasse. Das heißt, wo geht es weiter? Ich weiß es nicht.
gab noch diese eine Abzweigung, die wir nicht genommen haben. Ich weiß gar nicht, wie ich da jetzt nochmal zurückkomme. Wo hier jetzt alles voll genebelt und... Das ist, glaube ich, ja, genau. Ich erzähle nichts Interessantes mehr, aber wem soll ich es auch erzählen? Dem nicht vorhandenen Publikum. Was war denn das für ein Nebelschwaden? Ich warpe mal zurück zum letzten Bonfire, sonst fällt mir jetzt nämlich auch nichts mehr ein. Ist da oben ein Item? Ne, da glänzt nur irgendwie. Wir haben die Glocke gebimmelt. Das Ergebnis war dieser Nebel. Weiter zurückwarfen und dann geht mir jetzt auch ein bisschen die Energie aus, muss ich gestehen. Wir sind, glaube ich, weitgehend durch mit Arch Dragon Peak. Das gerade fühlte sich an wie einfach nur so eine Bonussektion für besonders gute, ich vermute mal, PvP-Items, also Items für den Kampf Spieler gegen Spieler online. Das hat mit dem Hauptspiel eigentlich gar nichts zu tun. Der Kampf gegen den Havel Lookalike war auch eher so ein bisschen wie taktischer Kampf gegen anderen Spieler, weil er so irre viel HP hat. Das haben normale Spieler natürlich nicht, aber sie haben dafür Estus. Ja, genau, hier sind wir richtig. Da geradeaus waren wir noch nicht. Herbeigerufene rumspuken. Der Rittersmann. Da ist er. Eigentlich ganz günstig hier die Treppe runter. Dann kommt er nämlich nicht so weit. Mhm. Perfekt. Zu früh gefreut. So. Dann wollen wir mal gucken, was wir hier noch haben. Und wenn es da jetzt auch nicht weitergeht, dann ist auch mal gut für heute endgültig. Plonk. Plonk. Please. Please. Please let me kill you. Ach, shit. Okay. Hmm.
Und nochmals, Das ist der Weg zurück. Und das heißt wiederum, ich bin all out of ways to go. Natürlich hier nochmal gucken, ob wir da was übersehen haben. Vielleicht hat sich ja was verändert durch das Glockeläuten. Hier ist noch eine Leiter, die ich nicht genommen habe. Aha. Ja. Auch wahrscheinlich wieder nur Item und nicht Handlungsfortschritt. Tja. Da geht's noch weiter, wie es aussieht. Shit. Da kommen wir aber nicht mehr runter ohne besondere Hilfe. Plumps, plumps, plumps. Vielleicht müssen wir auch diese Glocke da oben noch läuten. Wo waren die anderen Items? Hier unten? Aha. Aha, aha, aha. Ein Ember, zwei Ember. Stalk-Dankpalm. Sensationen werden nicht weniger. Neue Sorten Kuhfladen. Und schon. Die Glocke gibt es gar nicht. Hinterhältigen Hinterhältler. Ja. Ich mache jetzt gerade alles zum zweiten Mal. Das ist zwar offensichtlich gar nicht so schlecht, weil ich die Hälfte liegen lassen habe, aber andererseits, was ist denn hier noch? Was soll ich mit den ganzen Chunks und Slabs und so? Twinkling Titanite. Ja. Goodies gibt's genug, aber der letzte Boss macht sich rar.
sind wir einmal im Kreis gegangen. War ich hier schon drin? Ja, ich erinnere mich. Stimmt, ein großer. Stop it! Oh, da ist noch einer. Das ist schlecht. Das ist schlecht. Das ist nicht bald mal mein Upgrade-Item-Täschchen voll. Okay, muss ich nochmal nachgucken. Because it amuses me. Wie sieht's aus? 38 Twinkling, 38 Scales, 22 Chunks, 95 Large Shards. 3 Slabs. Holy shit. Das halbe Waffenarsenal hier upgraden. Tja. Jetzt machen wir tatsächlich einmal rum. Ich glaube, die Folge endet hier. What the fuck? What? What? Was war das denn? Fuck you! Okay, noch 3 Titanite Shards. Und dann ist voll. Tja. Hier ist dieser Durchgang, den man aber wohl nicht aufmachen kann. I'm afraid. Ja, eventuell gehe ich das mal googeln. Beziehungsweise im Dark Souls Wiki nachgucken. Ob und was ich hier vielleicht übersehe. Ich weiß nicht genau, wozu dieser Shortcut eigentlich gut ist.
Nein, das glaube ich jetzt nicht. Gott, bin ich bescheuert. Na gut, andererseits. Lustig. Falsche Instinkte einprogrammiert, denn mein erster Instinkt war jetzt gerade, ich bin maximal weit von dem Bonfire weg, an dem ich jetzt gleich respawne. Aber nach wenigen Sekunden Nachdenken ist mir dann eingefallen, dass das ja gar nichts macht. Weil ich kann ja einfach zu dem anderen warpen. Gut. Also. Arch Dragon Peak ist vorerst beendet. Ich gucke mal im Wiki nach, was ich übersehe. Vielleicht ist es auch so, dass man erst die Lords of Cinder besiegen muss, bevor man den letzten Gegner hier noch bekommt. Vielleicht ist der letzte Gegner auch Teil der beiden DLC-Pakete. Das würde mich aber sehr wundern. Vielleicht muss man auch in diese Wolken da springen. Das wäre natürlich noch eine Möglichkeit. Das könnte ich eigentlich noch ausprobieren. Das ist ja direkt am Bonfire. Das mache ich noch schnell. Wie lange ist die Aufnahme? Oh, ist gleich zu Ende. Nee, dann mache ich es doch nicht. Also, bis zum nächsten Mal, wenn wir herausfinden, was es mit Arch Dragon Peak auf sich hat und uns um die Prinzen im Schloss kümmern. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.